Unsere Genossin Edda ist mit ihren Genossinnen Ilgin, Sevil und Lena im Hungerstreik. Sie sind im Hungerstreik gegen den Paragraphen 129a b. Den kennt ihr sicherlich alle. Das ist ein Nazi-Paragraph, der benutzt wird, um revolutionäre und antiimperialistische Bewegungen zu kriminalisieren. Einige der türkischstämmigen Genossen sitzen auch bereits in U-Haft. Einer davon ist İhsan Çiftçili. Er hat Prostatakrebs, bekommt in Haft nicht die vernünftige medizinische Versorgung, die er benötigt. Und für seine Freilassung ist quasi der Hungerstreik und für die Abschaffung des Paragraphen 129a b. Wir unterstützen diese Forderungen, für die Edda seit 250 Tagen nichts gegessen hat. Die hat seit dem 18.3. Tag der politischen Gefangenen dieses Jahr kein Essen mehr zu sich genommen. Und wir solidarisieren uns mit ihrem Kampf. Wir sagen, Edda, Lena, Ilgin und Sevil müssen leben. Freiheit für Özgül, Freiheit für Serkan und Freiheit für İhsan. Freiheit für alle politischen Gefangenen. Da will ich euch noch kurz einladen. Morgen ist ein offener Soli-Treff für Edda, 14 Uhr in der Dresdner Straße 27. Und am 2. Dezember findet eine Demonstration statt, um die Forderungen des Hungerstreiks auf die Straße zu bringen. Hier in Berlin kommt auf jeden Fall alle hin. Heute wird sehr viel über Femizide und geschlechtsspezifische Gewalt innerhalb von Familien und Beziehungen gesprochen, über unsere Angst auf den Straßen. Aber als proletarische Feministinnen wissen wir, dass das Problem nicht nur einzelne Männer und ihre Übergriffe sind, sondern dass das Problem der Kapitalismus ist, der solche Verhaltensweisen überhaupt erst hervorbringt, der Menschen patriarchal sozialisiert und dann ihr Verhalten nicht nur unterstützt, sondern auch noch juristisch beschützt, wie wir zum Beispiel beim Urteil von Tessa gegen Tom Schwarz sehen konnten. Wir sind also heute nicht nur hier, weil wir gegen die ganzen Toms und Lukes und gegen unsere Ex-Freundinnen und Väter irgendwie demonstrieren wollen, sondern weil wir wissen, dass das Problem der Kapitalismus und der Imperialismus ist. Dass Aggression und Gewalt nicht in einem sozialistischen Staat so passieren können, wie sie es hier im Kapitalismus tun. Deswegen müssen wir unseren Kampf für den Sozialismus und für die Befreiung der Frau global und klassenkämpferisch führen. Wir müssen uns die Welt aneignen und beginnen zu verstehen, was das alles hier bedeutet für uns, was es für globale Zusammenhänge gibt. Wir müssen verstehen, was es mit uns in Deutschland zu tun hat. Wenn die Frauen in Palästina ohne hygienische Versorgung, Ärzte, medizinische Versorgung, im Bombenhagel ihre Kinder gebären müssen. Wir müssen verstehen, was es mit uns zu tun hat. Wenn die Frauen aus den Ostblockstaaten hier zu uns nach Deutschland kommen, um ihre Körper zu verkaufen und damit Geld zu verdienen, was sie in ihre Heimat schicken, damit sie ihre Kinder ernähren können. Wir müssen verstehen, was es mit der EU und Deutschland zu tun hat, wenn Frauen im Mittelmeer mit ihren Babys ertrinken, nachdem sie tausende Kilometer mit Hunger im Bauch fliehen mussten. Wir müssen verstehen, was es mit uns zu tun hat, wenn die Bullen die migrantische Mutter aus der Wohnung zwangsräumen, weil sie ihren Strom und ihre Miete nicht bezahlen kann. Und wir müssen verstehen, was es mit den europäischen Männern hier zu tun hat, wenn diese nach Thailand reisen und dort teils minderjährige Mädchen vergewaltigen gegen Geld. Was das alles mit uns zu tun hat, wenn zum Beispiel ganze Kontinente verhungern. Für uns heißt proletarischer Feminismus, dass wir die globalen Zusammenhänge und unsere Rolle als Frau in einer imperialistischen Klassengesellschaft erkennen. Wir erkennen, dass unser gemeinsamer Unterdrücker nicht einfach irgendwelche Männer sind, sondern es ist die Klasse, die über die Produktionsmittel verfügt. Es sind die Politikerinnen, die dieses System hier schützen. Und es sind die Imperialisten. Es sind die Staaten, die dafür, dass sie ihren kapitalistischen Wachstum sichern, Menschen töten, verhungern lassen und ertrinken lassen. Wir Frauen müssen deshalb zusammenstehen. Wir sind Genossinnen. Wir vertrauen uns. Wir sprechen nicht schlecht über uns. Wir supporten uns gegenseitig. Wir kritisieren uns und gehen dabei respektvoll miteinander um. Und wir bekämpfen zusammen alle liberalen Ansätze, die uns seit der Geburt in unseren Kopf eingetrichtert wurden, damit wir gemeinsam das Patriarchat und den Kapitalismus bekämpfen können. Weil wir nicht getrennt kämpfen können, sondern nur vereint. Deshalb senden wir heute auch rote Grüße an die gesamten Genossinnen in der BRD und weltweit, die verstanden haben, dass wir klassenkämpferisch und revolutionär organisiert sein müssen. Die verstehen, dass es in unserem Kampf nicht um irgendeine individuelle Freiheit geht. Weil das, was uns im Kapitalismus als Freiheit verkauft wird, nichts als eine Lüge ist. Freiheit im Kapitalismus heißt, Geld zu haben oder einen deutschen Pass zu haben. Heißt vielleicht, sich bei DM 300 verschiedene Shampoos aussuchen zu können, welches perfekt zu einem passt. Aber das ist nicht die Freiheit, die wir wollen. Unsere Freiheit gibt es nur kollektiv. Keine von uns ist frei, wenn wir nicht alle frei sind. Freiheit heißt, dass niemand hungert. Freiheit heißt, dass niemand friert und niemand obdachlos sein muss. Freiheit heißt, dass wir keine Angst vor Faschisten oder Antisemiten auf der Straße haben müssen. Freiheit heißt, dass wir keine Kinder kriegen wollen, wenn wir nicht möchten. Und Freiheit heißt, dass wir so viele Kinder kriegen können, wie wir wollen, ohne irgendwelche Ängste davor zu haben.
haben, aus der Wohnung zu fliegen oder kein Geld zu haben. Aber für alle diese Freiheiten müssen wir kämpfen, weil wir sie im Kapitalismus nicht geschenkt bekommen werden. Und wenn, dann werden sie uns sowieso wieder entzogen, sobald die nächste Krise kommt. Deshalb stehen wir heute hier, um gemeinsam den Sozialismus aufzubauen. Für die Befreiung der Frau. Ich war, ich bin, ich werde sein. Die Revolution will die Frauen befreien.